Hallo meine abrockenden Questwüter und herzlich willkommen zurück bei einer kleinen entspannten Runde Elex 2. In der letzten Folge habe ich gesagt, wo haben wir eine Truhe? Ich habe sie gefunden. Die war ja hier direkt neben der Schmiede. Also ich war schon da und naja, ich war blind. So, der geht hoch, der geht hoch, der geht hoch, okay. Der dann nicht, wenn ich den hoch mache, geht der hoch. Das war wohl nichts. Mist. Okay, gut, das war noch nichts. Wenn der ist, ist der nicht. Gut, ist der, 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 nee, okay, der, 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 der. Ah, so haben wir es. Sehr schön. Und dann hatten wir noch eine Kiste hinten gehabt. Was haben wir denn da? Beschädigter Schienenhammer. Einfache Morkon-Kopfbedeckung, Diebesmodifikation und Lebenssaft. Okay, gut, 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 gut. Danke, my lady, dass sie mich auch mal durchlassen. Genau, wir müssten dahin, ne? Ist von unserer Sparte aus eher links gehalten. Und da müssen wir dann runter und hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Aufnahme so klappt, wie ich es mir gedacht habe. Ich habe noch mal ein paar Veränderungen gemacht. Können wir mal kurz, kurz gucken. Ich habe jetzt auch eine Anzeige V-Sync noch mal angemacht. Und ich hoffe mal, dass das jetzt dann erstmal fruchtet, weil da immer noch so kleine Mikroruckler waren. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob das damit jetzt behoben ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Eigentlich sind die Einstellungen so wie überall. Dann sind da keine Ruckler. Nur komischerweise hier bei Elex 2. Deswegen müssen wir mal gucken, woran es liegt. Irgendwann finde ich das schon noch heraus. Ich hange mich mal noch von Folge zu Folge. Es ist wirklich immer nur ab und an. Aber es bricht halt bei mir nicht ein im Spiel. Immer noch so ungefähr bei 53 FPS. 60 FPS ist der Höchstsatz, den ich noch dann reinpacke. Von daher, ich weiß es noch nicht. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee. Da könnt ihr ja gerne das mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten versuchen wir es einfach mal erstmal. Muss ich echt schauen, woran das liegt. Das ist so ein bisschen meh. Warte mal, wo müssen wir hin? Eigentlich, wenn wir in die Richtung herunterjumpen, müssten wir da hinkommen, wo wir hinwollen. Ah, ja, du kannst runterlassen. Aber das hatten wir schon gelootet, oder? Ja, das ist schon leer. Gut. So, wir müssen da runter. Ich muss noch mal ins Lager und gucken, dass ich die Kiste looten kann. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir den nächsten Lernpunkt hinein investieren wir unser Jetpack. Denn das, was ich mit unserem Jetpack mache, ist wirklich mau. Oh, warte mal, was ist denn das da? Da ist eine Hütte. Was ich schön finde, ist, dass es diesmal hier wirklich viel zu erkunden gibt, ne? Wieder Treibstoff. Schrott, schwarzgebrannter, okay. Das war doch diese Mokron-Siedlung, ne? Die hatten wir ja platt gemacht. Huch. Ja, es gab auch den Tipp, den auf STRG dann das zu machen. Was bist denn du? Du bist ein junger Kreischer. Gefährliche Gegend. Ja, ja, da gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht. Aber wir machen das schon. Genau, da. So. Das war wohl nichts. Hallo? Aber ist jetzt nicht immer dieselbe, oder? Beschädigte Kriegsarmbrust. Interessant. Lebenssaft, Chili con Carne, Lebenssaft, Zigarettskis. Ja, nehmen wir alles mit, nehmen wir alles mit. Gut, dann war jetzt nicht unbedingt so eine Kiste, die man wirklich hätte machen müssen. Aber wir haben es einfach mal gemacht, dass wir Dinge nicht stehen lassen. So, und jetzt will ich erstmal die Quest machen. Sprich, wir müssen jetzt mal in die Richtung nach oben hinlaufen. Das ist so die richtig uralte Gothic-Sound gewesen. Du. Müsst ihr mal Gothic 1? Allein am Anfang hast du das dann auch schon drin, dieses du.
La 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 la. Ach, diese Welt ist so entspannt eigentlich. Hier läufst du einfach lang, erkundest alles und ja, vom Aufbau her erinnert es mich jetzt ein bisschen an Gothic 3. Ist jetzt so ein bisschen Gothic 3 Feeling, was bei mir hier aufkommt eher. Aber Elex war eher so, also Elex 1 war Gothic 2. Muss ich nur hoffen, dass hier wirklich noch ein bisschen was an der Kamera geändert wird. Es gab jetzt ja ein Update, ein kleines, ich konnte irgendwie noch nicht erlesen, was jetzt verändert wurde. Aber die Kamera ist immer noch so doof. Immer noch. Okay, warte mal. Jetzt sind wir da. Jetzt müssen wir in die Richtung weiter. Jam. Zumindest hast du eine größere Auswahl diesmal an Klamotten. Warte mal, was ist denn Inventar? Ich habe die an. Da würde ich 7 bekommen, ne? Boah, da sehe ich aber aus wie so ein... Na egal. Aussehen ist gerade nicht wichtig, von daher. Ist der jetzt schon wieder? OBS habe ich gerade so leicht, dass er so ein bisschen was nachlegt, aber im Spiel ist es halt nicht. Aber ich habe auch keine Anzeige davon, dass wir... dass da irgendwas voll ist oder sowas, also dass das aus irgendeinem Grund nicht funktionieren sollte. Bild. Das ist süß. Kleine Kassette. Plasmazelle. Allgemeines Gegenmittel. Beschädigter Raketenwerfer. Ja, nehmen wir mit. Mist, das bringt mir noch nichts, wa? Ist das das Ding da hinten? Der Turm ist das. Also müssen wir eh hier runter. Ja. Wir sind diese blöde Riesenspinne, sind das doch hier, oder? Sumpfspinne. Ja, drei Totenköpfe, meine Freunde. Drei Totenköpfe. Ich glaube, da machen wir so schnell nichts. Nini, die ist erstmal Nonplusultra für uns. Aber man kann trotzdem hier langlaufen. Ja, da hoch sollten wir mal. Wir gehen jetzt da rein, erkunden da alles und vielleicht haben wir dann die eine Quest schon ready, das... Hä? Hä? Irgendwo war was. Irgendwas, warte mal, lief doch gerade was rum, ne? Kaya! Achtung! Okay, gut, es war leichter als gedacht. Aber trotzdem danke, Kaya. Ja, man muss erst mal gucken, was welche für Intentionen haben, ne, von den Monstern her, wie heavy sie sind und so weiter und so weiter. Gut. Fleisch. Ist Ray eigentlich auch wieder dabei? Das wäre was Schönes. Oh, ein besonderer Schlaghammer. Ja, haben wir schon gefunden, ne? Chili liegt hier rum. Okay, der hat hier was versucht zu bauen. Ah. Hallo, ist jemand zu Hause? Nee, nicht dagegen springen, bitte. Zu Hause ist gerade keiner, aber hier scheinbar ein bisschen was zu essen. Energiebrühe, Bier, ein Teller. Boah, alles schöne Sachen, die wir mitnehmen. Mensch, wir finden aber ziemlich viele Treibstoffe, ne? Mal gucken, ob wir das auch wirklich mal bald verwenden können. So, dann waren wir hier, konnte man dann raus. Hier geht es nicht weiter, aber hier geht es weiter. Nein! Ich wollte gerade sagen, fliegt doch gleich wieder runter. Lagebericht. Es wurde soeben eine Gruppe von fremden Kreaturen entdeckt. Sie bewegen sich zügig auf eure Position zu. Wir werden versuchen, sie aufzuhalten. Für euren Posten wurde Verstärkung angefordert.
Okay. Ist ja wie Kleriker, oder? Hört sich an wie Kleriker. Gut, wir machen es heute mal anders. Wir gehen mal direkt zurück. Nutzen noch ein bisschen die Teleporter. Ich weiß, wir wollen das alles ein bisschen erkunden. Ja, das ist korrekt. Aber wir müssen natürlich auch mal schauen. Okay, da. Aber nicht, muss ich mal gucken, ob ich im Game ein bisschen paar die Grafik. Problem ist irgendwie, die Radiants werden irgendwie mehr belastet. Das ist halt so. Kommen wir mal ein bisschen Schattenqualität runter. Das müsste ja gehen. Ambient in Occlusion. So. Vielleicht kriege ich damit das Ruckeln mal raus. Mal schauen. Oh, der springt schon wieder. Hin und her. Die ist schon leer, haben wir schon leer geplündert. Hey, Gardok, du, pass mal auf, ich habe hier den Schlaghammer, den du haben wolltest. Ich habe hier den Schlaghammer, den du haben wolltest. Ach ja? Ja. Ich hatte ja gehofft, dass du erst gar nicht fündig wirst. Naja, aber leider, wie es aussieht. Oh, aber gut, das ist schon ein ziemlich guter Hammer. Ja, in der Tat. Normalerweise würde ich ja jetzt sagen... Na was? Pass auf, ich schau mir die Bastion zumindest schon mal an. In der Zwischenzeit kannst du ja mal nach einer guten Kalksteingrube Ausschau halten. Hä? Kalk was? Na, der Mörtel in dem alten Gemäuer der Bastion ist brüchig und lose. Das sagte ich ja bereits. Um einen vernünftigen Mörtel herzustellen, der auch was taugt, brauchen wir einen besonders hochprozentigen Kalkstein. Irgendwo hier in der Umgebung wirst du sicherlich eine dieser Steingruben finden. Bring mir ein Stück Kalkstein davon mit, wenn du eine Grube findest. Ich schaue mir jetzt erst einmal die Bastion genauer an. Mach das. Währenddessen räume ich mal deinen Laden hier leer. Jetzt darf ich ja. Du bist ja nicht mehr da. Jetzt teilen wir. Du bist mein Baumeister. Ich habe dir gerade was gebracht und dafür nehme ich mir jetzt Sachen mit. So gehört zu Storch. Hier waren wir noch nicht drin, ne? Oh. Hier ist auch nicht viel. Oh, warte mal, da war noch was. Ja, Honig. Ist antibiotisch. Lock. Ein legendärer Mörtel des Baumeisters. Okay, und wo soll der sein? Da. Über rausgehen, leicht links halten. Dann wollen wir mal sehen. Bin ja gespannt. Wahrscheinlich wieder zigtausend Monster drin, wo Kaya wieder arbeiten muss. Hä? Ah, okay, doch hier also. Ja, guck mal, das ist doch so eine Kalksteinwand. Kranker Pestgreif. Hä? Die sind früher anders. Tschüss. Fliegen kannst du aber nicht, oder? Ah ja, könntest du dich um ihn kümmern? What the hell? Wow. Greift er mich an? Ah! Kaya? Ah!
Ich kämpfe schon richtig unfair, ne? Aber muss halt mal. Was war denn das? Ich dachte, du bist gerade aufgestanden. Hat sich ein bisschen wieder erholt. Achtung! Der Schweinepriester. Kaya? Yeah! Wie bei Kaya einfach geschafft. Das ist einfach genial. Ach, schön. Woo! So. Das müsste das ja hier sein, ne? Eisenerz. Das ist doch hier so eine Grube, oder nicht? Oh, hochprozentiger Kalkstein erhalten. Okay, nur das. Deswegen sind wir jetzt hierher gekommen, oder was? Na gut, dann gehen wir wieder nach oben und gucken mal, ob wir da oben das kriegen. Schauen wir mal. So, dann beeilen wir uns mal immer einen ganz kurzen Moment, gleich wieder da. So, war jetzt eine Hardcard. Kurz mal was klären. Aber jetzt sind wir wieder da. So, da hinten steht ja irgendwie unser Baumeister. Dann gehen wir mal schnell hin, gehen wir mal ab. Wird immer noch zeitweise. Ich verstehe das nicht, warum das immer nur bei Piranha Bytes spielen habe ich immer diese Problematik. Weil bei Elex 1 habe ich auch voll lang gebraucht. Wo ich habe alles eingestellt, was man einstellen kann. Mehr geht nicht zum Einstellen. Weiß nicht, was ich noch einstellen soll, weil hier dran kann es nicht liegen. Na okay, aber schauen wir mal. Ihr könnt mir ja sagen, ob sich ein bisschen wenigstens was geändert hat. So, diesen Kalkstein habe ich in einer Steingrube unweit von hier gefunden. Diesen Kalkstein habe ich in einer Steingrube unweit von hier gefunden. Mann, Mann, du bist als Handlanger gar nicht so schlecht, weißt du das? Sag mir jetzt, dass du uns unterstützt und die Bastion instand halten wirst. Ja, ja, ist ja gut. Ich bin dabei. Sehr schön. Aber ich sage euch gleich, das wird eine ganz schöne Flickschusterei. Ja, das kriegen wir schon. Wenn ihr große Wunder erwartet, dann seid ihr bei mir falsch. Die Bastion ist kein Palast, klar? Und was die Bezahlung angeht... Wie bitte? Naja, ich werde mich mit dem alten Mann schon irgendwie einigen. Ja, das so, macht er. Jetzt muss ich aber was tun. Sehr schön. Die Arbeit macht sich schließlich nicht von alleine, nicht wahr? Ich brauche immer kurz Moment, wenn wir loslegen. Und ich habe auch kaum CPU-Auslastung, ne? Also die ist bei 1,6 gerade mal. 1,6%. Danke, dass du mich mitgenommen hast, Vater. Ja, aber gerne doch, mein Kleiner. Pass auf dich auf. So. Ich hoffe, du schaust ab und zu mal wieder bei uns vorbei. Immer gerne wieder. Immer gerne wieder. So, hey, Adam. Gardok wird uns helfen, die alte Gemäuer der Bastion zu warten. Gardok wird uns helfen, die alten Gemäuer der Bastion zu warten. Ah, gute Nachrichten. Ich wusste doch, dass er der richtige Kandidat dafür ist. Gut gemacht. Nur weiter so. Dankeschön. Übrigens, mir wurde soeben gemeldet, dass die Skyans in diesem Moment ihre ersten Spähtrupps über unsere Länder schicken. Bis. Anzunehmen, dass ihre Hetzer unsere strategischen Stellungen auskundschaften. Besser du erledigst sie, bevor die Hetzer bei ihren Anführern Meldung machen können. Ist klar, wie soll ich die machen? Wo genau soll ich nach ihren Spähtrupps suchen? Wo genau soll ich nach ihren Spähtrupps suchen? Am besten du konsultierst deinen Adjutor. Ich habe dir ihre möglichen Standorte darauf geladen. Noch halten sie sich im Hintergrund und operieren abseits der Wege. Wenn wir nicht wollen, dass sich das so bald ändert, dann sollten wir schnell aktiv werden. Okay, Bestandsaufnahme? Bestandsaufnahme. In Ordnung. Was fehlt uns denn noch? Die Bastion ist noch nicht ausreichend befestigt. Wir brauchen noch einen Feldherrn, der unsere zukünftige Streitmacht in den Griff bekommt. Ich werde mir bei Zeiten Gedanken über meine Waffengefährten machen müssen. Die Skyans haben Spähtrupps entsandt. Ich soll sie ausschalten, bevor sie ihrer Führung Meldung machen können. Da ist noch die Sache mit den Gilden. Ich soll mich einer großen Gilde anschließen oder zumindest mit genug wichtigen Vertretern gesprochen haben, damit wir uns ein Bild über ihre Streitkraft machen können. Zu guter Letzt ist da noch die Sache mit meiner Infektion. Darum solltest du dich kümmern. Gut, dann wissen wir ja, was zu tun ist. Und denk dran,
je eher du einer Fraktion angehörst. Ja, ich weiß, ohne ist es schwerer. Keine gute Kampfausbildung, schlechte Ausrüstung. Du sagst es. Ach was, wir kriegen es auch ohne. Wenn die Skynes erst einmal verstehen, was wir hier tun, dann werden sie mit geballter Kraft gegen die sechste Macht vorgehen. Hetzer, die müssen also, wir ausschalten. Hast du nicht so viel Zeit und erledige ihre Spätung, so schnell es geht. Kampfgeist, ich kann das nicht allein versuchen, ich werde auf meinen schlechten Zustand nur dann signifikant verbessern, wenn ich meinen entwurzelten heimatlosen Zustand ändere und mich einer großen Gemeinschaft anschließe. Kleineren Gemeinschaften wie die Kleriker und die Autos sollte ich zwar im Auge behalten, doch bringen sie mich nicht über die erste große Hürde der Grundausbildung. Große Gemeinschaften, die mir jetzt wirklich helfen könnten, sind die Berserker, die Morkons oder die Alps. Okay, Outlaws und Kleriker haben ziemlich Boden verloren. Okay, ja. Das habe ich aber schon gemacht. Ich kann die Möglichkeit auch aber durch. Infiziert, haben wir auch noch nichts weiter. Okay. Jetzt erstmal wieder da in diese ganzen Quests hineinfinden, das ist schon so ein Ticken. Oh, guck mal. Wenn der starke Frame hin und her springt, vielleicht kann das sein. Vielleicht muss ich noch ein paar Sachen runterschrauben erstmal. Geht halt nicht anders. Wird die Grafik zwar ein bisschen drunter setzen, aber Tiefenunschärfe lassen wir an. Posterart, große Filter, Nebelqualität, Landschaftssichtweite können wir mal auf Mittel machen. So, vielleicht wenn der weniger hin und her springt, springt immer noch voll. Das ist halt das Krasse, weil die irgendwie mit den bei bestimmten Grafikkarten hat das Spiel arge Probleme, obwohl es grafisch nicht der Riesenwelt ist, ne? Kannst mir aber nichts mehr geben. Okay, gut, dann haben wir das erstmal fertig. Wir können jetzt da nichts weitermachen. Wir haben noch 20 LP. Look, was machen wir denn jetzt? Patreon, zeig mir mal, was wäre das denn? Ich könnte mit Jalgrin, aber dann könnte ich mir nicht die anderen noch anschauen, ne? Also sollte ich mir vielleicht die anderen erstmal anschauen. Und was ist das hier? Habe ich da überhaupt schon eine Chance gegen die Speer? Niemals. Die Speer, das wäre doch jetzt übel. Das kannst du doch knicken. auf der Karte gemeinsamer Weg. Gut, das sind jetzt die großen Gemeinschaften. Das ist der Khan, das ist der Fenris. Und Irisa. Wo sind die Kleriker denn? Was ist das hier eigentlich? Das sieht ja cool aus. Verlassener Hof. Hä, warum? So, das ist mein Marker. Da ist ja gerade wunderbar. Was kommt denn da? Harte Verhandlungen, um guten Vater für sechs nicht zu verlieren. Was ist das jetzt? Wo kriege ich das hier? Hä? Okay. Lock. Wir sind ja jetzt hier. Wollen wir einfach mal Richtung Nordwesten dann gehen? Das wäre jetzt aus unserer Sicht rechts umgedreht von uns. Hey, hör mal. Hi. Ich muss bald auf eine Erkundungsmission nach Tavar. Du hattest deine Hilfe angeboten, also... Worum genau geht es? Meine Jungs und ich werden die Gebiete rund um das Fort in Tavar erkunden. Es heißt, dass die Kleriker ihre maschinellen Spione ausgesandt haben, um unsere Truppenbewegungen zu beobachten. Wenn das stimmt, werde ich diesen Klerikerschrott in Einzelteilen an ihre Herren zurückschicken. Du brauchst deine Leibwachen nicht. Ich werde mit dir gehen. Das sollte reichen. Okay. Gut, dann sag mir, wann es losgehen soll. Wir brechen dann umgehend auf. Ja, okay, gut. Guck mal, ich habe mich um Dex gekümmert. Ich habe mich um Dex gekümmert. Gut, solange Oscar oder du bei ihm bist, mache ich mir wenig Sorgen. Das ist schön. Okay, geht's dir gut? Geht's dir gut? Ich bin okay. Akzeptiert dich. Du hast wieder einmal eine große Verantwortung übernommen. Und du meisterst alle diese Dinge wieder einmal mit der nötigen Gelassenheit.
Ja. Du solltest jedoch auch öfter mal an das große Ganze denken. Wir Menschen allein machen noch keinen gesunden Planeten. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. So, warte mal, wo sind wir denn jetzt? Da, also müssten wir in die Richtung, soll irgendwo eine große Siedlung sein. Die suchen wir jetzt einfach mal auf. Denn die Quest, die wir jetzt haben, also mit Hetzern und Co., das kannst du doch knicken. Oh. Kann es wirklich sein, wenn der runterbricht auf die 40, dass wir dann da Probleme haben? Das könnte sein, ne? Ja, stimmt. Da muss ich mal gucken. Also immer wenn der runterbricht auf die 40. Also er bricht zeitweise mal kurz vom FPS-Stand runter auf 40%. Und wenn er das macht, in dem Moment, da ist dann, wo er Probleme hat. Dadurch kommt dieses Zuppeln und Ruckeln da im Spiel. Also für euch in der Aufnahme. Und das muss ich mal gucken, dass ich den konstant halten kann. Ich verstehe das nicht, wonach der das abmisst. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das müssen wir uns nochmal anschauen. Juhui! Oh cool, der hat die Arme voll ausgebreitet gerade, wa? Das wäre wieder mal eine Aktion, die wieder totaler Blödsinn war von mir. Da seht ihr, wenn er nämlich die 60 FPS ungefähr hält, also im 50-Bereich bleibt, dann geht alles klärchen. Das ist immer nur, sobald der irgendwas nachlädt. Ich muss mal mich informieren. Na, halt dich doch fest! Oh. Wann hält er sich denn mal fest und wann mal nicht? Oh, die hat uns gesehen. Schnell weg hier. Schnell weg hier! Mit der können wir uns noch nicht anlegen, das ist too heavy. Wo wir ja auch schon... Ah, guck mal, junger Schakal. Ja, natürlich musstest du in dem Moment dann deinen Kopf wegdrehen. Achtung! Gut, hat nicht getroffen. Sehr schön. Erstmal alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Damit wir das auch benutzen können und schneller Level aufsteigen. Ich will nur mal wissen, was da für eine Stadt ist. Damit wir auch mal hier ein bisschen vorankommen. Hier waren wir doch gewesen. Na genau, hier waren wir schon. So, und von hier aus gesehen... Geradezu, da hinten soll eine Stadt sein. Dann schauen wir uns das mal an. Doch, da hinten ist was. Sieht wie die Festung damals in Gothic 3 aus, glaube ich. Vengar? Nee, nicht Vengar. Wie hieß denn die? Den Kampf bestreiten wir gemeinsam. Ja, ja, rette mich! Ja, ja! Du machst das! Ich hau noch mal ein paar Bogenpfeile auf ihn ein. Was machst du da? Krieg dich. Ich hab ein paar hundert Pfeile. Ich hoffe, die reichen. Und Kaya lebt da noch. Ich glaube immer, wenn wir auf ihn schießen. Nee, nicht mich! Dreh dich um! Geh weg! Es Nein! Geht los. Ja, wieso? Es läuft schon die ganze Zeit! Ah ja! Kopf her! Headshot!
Wisst schon, wenn sie mit dem Feuer trifft, dann zuckert der lange nach. Ah! Au! Ich erledige das. What the hell? What the hell? Bin ich doch. Weiter hinten geht gar nicht. Der fokussiert sich nur immer wieder mal zwischendurch auf mich. Ne, danke. Ja, danke. Diese Vorwarnungen von der Dame. Die sind immer hinter mir. Warum hinter mir? Sehr schön. Ich schaff das. Das ist einfach nur Kiten. Das ist gar nicht so geil. Okay, so. Hab noch 150 Pfeile, ne? Da ja, guck mal, da oben. Da oben. Das ist ein Fight, sage ich euch, Leute. Ja, na klar, wieder auf mich. Kaya. Wo ist die eigentlich? Da hinten. Au. Trink. Achtung. Ja, Kaya, bitte hilf mir. Ich hab da was angehauen, was ich hätte niemals anhauen dürfen. Kann man da sich rein verstecken? Ich renn da mal rein. Hallo? Ist hier jemand? Was das hier früher wohl mal war? Eine Burg. Ist aber auch egal. Wir müssen jetzt viel da draußen töten. Siehst du es? Hallo? Wo ist es hin? Kaya! Bleib hinter mir. Versuche ich. Ich versuche beim nächsten Mal stehen zu bleiben, Kaya, ja? Können wir den jetzt einfach töten? Ja! Wir haben es geschafft! Vier Federn! Yeah, ich glaube, wir haben ihn zu früh getötet. Aber ey, wir haben es geschafft. Also, Kaya hat es geschafft. Kaya hat es geschafft. Aber ey, gut gekitet, muss man ja sagen. Wir haben überlebt. Was für ein Kampf. Ein Tresor, kann ich den hacken? Finde die richtigen Kombinationen mit Hilfe der Gleichung. Einige Ziffern sind größer oder kleiner als andere. Grüne Ziffern sind korrekt und bleiben stehen. Gelbe sind an der falschen Stelle und rote. Das kennen wir ja schon. Okay, connected. Processing Enterprise. Okay, größer. Also das kleiner. Ja, die brauchen wir nicht sozusagen. Okay. Also die größte Zahl ist dort. Da könnte man zum Beispiel sagen 5, 6, 7, 3. Gut, 5 passt. Könnte man noch 1, 2, 5 machen. Passt. 0127. Tada! Geht doch. Ja, finde ich auch. Und eine Handgranate. Und Bolzen. Naja, ist okay. Ist okay. Raketen. Ja. Puh. Ey, das war wieder mal so ein Kite-Kampf, wo du wirklich dich einfach nur auf deine Verbündeten verlassen musst. Das ist halt das Schwierige.
Okay, also ich habe zumindest jetzt mal den Dreh rausgefunden, woran das liegt. Wenn der FPS zu stark einbricht, dann merkt es das OBS. Tut es das nicht, funktioniert es. Also muss ich mir mal gucken, ordentliche Einstellungen für Elex 2 rauszusuchen. Ist so mein nächstes Ziel. Suche ich mir mal ein paar ordentliche Einstellungen raus, dass wir dann beim nächsten Mal hoffentlich ohne verwackeltes Bild und ähnliches das wahrnehmen können. Ich habe jetzt auch keine Hochleistungssachen. Nur mal beschädigte Armbrust. Ich glaube, das ist die zweite, die ich jetzt habe, ne? Ich habe leider nämlich keinen High-End-Rechner und sowas. Also ich habe einen ganz guten... ich mache das eigentlich alles mit dem Laptop hier. Der ist gar nicht so schlecht. Ich glaube auch Elex alleine macht der ganz gut. Aber eben nebenbei die Aufnahme ist schon schwierig. So, warte mal, der läuft jetzt doch bestimmt hier hoch, oder? Nee, macht er nicht. Kann er gar nicht. Oder er braucht wieder Ewigkeiten. So. Achtung. Deswegen macht das Bogenspielen schon gar nicht so wenig Spaß. Also ich finde es schon irgendwie richtig interessant eigentlich, ne, mit dem Bogen die ganze Zeit zu spielen. Und das Erkunden, was wir hier wieder für Möglichkeiten haben, ist das geil. Also zumindest haben wir mal einen neuen Gegner kennengelernt. Den haben wir auch schon, wie gesagt, besiegt. Beziehungsweise Kaya hat ihn besiegt. Und es war eigentlich sehr spannend. Hm. Was ich nicht verstehe, ist, ihr habt so viele Möglichkeiten, euch so viele Dinge neu aufzubauen. Und keiner baut hier neu was auf. Warum? Du musst doch alles schön aufbauen wieder. Nee, befindet euch immer lieber im Krieg. Was bist denn du? Ein junger Stachelrücken. Popo-Schuss! Achtung! Ich find's immer genial, wie ihr seitwärts laufen, ey. Headshot! Juhu! Erledigt! Horn und rohes Fleisch. Okay. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall dieses Jagdtalent uns mal dann zu Gemüte führen. Dass wir das dann voranbringen. So, ah, guck mal, Kleriker. Hier sind also die Kleriker jetzt. Da würde ich sagen, gehen wir nächste Folge zu den Klerikern rein. Guck mal, hier haben wir was. Wo wurde aktiviert? Wie lange geht denn die Klerikerstelle? Oh, die ist schon ein kleines Stück. Eigentlich sind die gar nicht so klein, war die Kleris? Das hier sind die Bersis und das hier sind die Morgris. Ach, guck mal. Ah, okay, dann wird das hier wahrscheinlich Outlaws. Wenn das die Alps sind, das ist die Kleris, dann sind das die Outlaws. Okay. Haben wir zumindest schon ungefähr hingebekommen. Also, halten wir fest für nächste Mal. Wir gehen hier rein, gucken uns das mal an. Ich schaue mal, ob ich irgendwas hinkriege wegen dem FPS, dass es stabil läuft, damit wir dann vielleicht ohne Ruckler dann auch in der Aufnahme haben. Da muss ich mich aber nochmal ein bisschen belesen, aber das kriege ich schon hin. Ein bisschen was habe ich schon runtergeschaltet, wenn nicht, muss ich noch ein bisschen was verändern. Ich schaue mal. Aber ansonsten, ja, wir sind schon wieder gut vorangekommen. Wir haben richtig fettes Vieh besiegt, was mich positiv stimmt. Und, ach ja, genau, was ich übrigens noch gesehen habe. Hier unten ist übrigens diese Anzeige, gut, böse Ding da. Derzeit tendieren wir, glaube ich, mehr zu dem Guten, aber sind halt noch neutral. Da fehlt mir aber auch schon wieder so eine genaue Anzeige, wie wie viel zum Beispiel, wie wir das hier besser gemacht haben, wie viel du noch brauchst zum nächsten Level. Und das fehlt mir hier unten auch nochmal, damit du weißt, wo du da eigentlich stehst. Könnte man sich überlegen, ob man das vielleicht auch nochmal reinbringt, ne? Das wäre eigentlich eine gute Sache. Aber so, von daher bedanke ich mich aber jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal ein Kommi, Like oder vielleicht auch ein Abo dalassen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge, wie wir dann die Stadt der Kleriker erkunden. Ne? Bin ja mal gespannt, was aus denen so geworden ist, wie es denen so geht. Und ja, dann sehen wir weiter. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao!